Hey Lisa, soll ich dir mal einen Rückwärtssalto zeigen? Das solltest du lieber lassen. Ich glaube, das ist ultra gefährlich, wenn du hinfällst. Ach, papalapap, das habe ich schon so oft geübt. Und Backflip! Wow, das war ja beeindruckend. Wie hast du das denn geschafft? Ich bin doch mega stark, oder nicht? Siehst du nicht meine Muskeln? Also ich meine, sogar mein T-Shirt reißt ja schon. Das stimmt, aber du bist nicht so stark wie Billy. Ah, ich weiß. Du meinst Billy. Billy vom Adoptionscenter, der normalerweise auf uns aufpassen sollte. Ja, und der uns jeden Tag ärgert. Ich frag mich bloß, wo der ist. Och, ich frage mich das auch allerdings. Hat mich hier etwa jemand gerufen? Ich habe meinen Namen gehört. Da bist du ja, Billy. Nein, nein, niemand hat dich gerufen. Oder möchte jemand eine Tracht Prügel von mir haben? Nein, Billy, das tut uns leid. Wir haben wirklich nichts gemacht. Ich habe aber gehört, wie ihr hier laut schon wieder rumgesprungen seid, hä? Da müssen wir uns vertan haben. Es tut uns leid. Wir werden auf jeden Fall leiser sein. Denkt dran, ich bin der Stärkste hier und niemand wird es sich trauen, gegen mich was zu machen. Also ruhig sein. Oh mein Gott, Billy ist sowas von böse, wenn man ihm wenigstens eine Lektion erteilen könnte. Ja, aber er ist derjenige, der auf uns aufpassen soll. So einfach wird das nichts. Ja, da hast du allerdings recht. Och Mann. Aber komm, wollen wir nicht noch eine Runde hier oben spielen? Ja, das ist eine gute Idee. Was ist das denn für ein Lärm dort oben? Ich habe den Kindern gesagt, sie sollen Mittagsschlaf machen und keinen Mucksmäuschen hier erzählen. Das nervt mich ja total. Ach Mann, dieser Vitamino und Lisa, die nerven mich. Na, die werden sehen, was sie jetzt bekommen. Und ich schieße. Kein Tor. Mensch, ich wollte auch mal ein Tor schießen. Och nein. Na, was habt ihr denn hier schon wieder gemacht? Das ist ja total laut. Billy. Das ist Billy. Ich habe euch gesagt, ihr sollt so ruhig sein. Aber egal. Ich habe ja gesagt, jeder bekommt seine Strafe. Billy, was hast du vor? Lass Vitamine runter. Hey, Billy, das ist übelst hoch. Lass mich bitte runter. Ha, niemals. Tschüss. Au, aua. Ach, Vitamine, das war Billy, weil wir so laut waren. Ich hoffe, dir geht's bald wieder gut. Haha, ich bin der Stärkste hier und ihr seid nur kleine Kinder. Ich kann alles machen, was ich will mit euch. Fitnessstudio, da wo ich immer hin möchte. Denn ich bin jetzt um einiges älter und ich muss mich ein bisschen um die Muskeln kümmern. So können meine Muskeln nicht bleiben. Die sehen aus wie Wackelpuddingarme. Aber dafür ist ja das Training da. Werden wir auf jeden Fall mal schauen. Oh, was? Hier ist das ja komplett voll und die kenne ich dort noch. Hey, Vitamine, du bist es. Wir kennen uns doch noch aus dem Kindergarten. Ja. Hey, du bist Lisa. Richtig, ich bin es, Lisa. Ich bin Vitamine. Hey, wie lange haben wir uns denn nicht mehr gesehen? Das ist über Jahre her, wie wir uns nicht mehr gesehen haben. Warte mal, habe ich da Vitamine gehört? Diese Flachpfeife vom Kindergarten? Und das dort hinten ist Billy, mein schlimmster Albtraum. Keine Sorge, Billy ist nicht mehr so böswillig wie damals. Er ist sogar jetzt mein Freund geworden. Ja, und guck mal an, wie stark ich bin. Ist dein Freund geworden? Aber er hat uns damals doch im Kindergarten immer geärgert. Wieso nimmst du denn so einen als Freund? Du weißt doch, Menschen ändern sich. Und er hat sich ins Positive verwandelt. Ja, ganz genau. Platz da. Wow, ist ja okay. Du brauchst mich nicht gleich wegschubsen. Und hey, du da, mach dich runter von meinem Sportgerät. Sag mal, rede ich Spanisch oder was? Ich will, dass du runtergehst von meinem Sportgerät. Warte mal, wer redet da mit mir? Was willst du? Hier steht nicht dein Name drauf. Okay, du willst also nicht anders. Dann nimm das. Au, Alter, was soll das denn? Ja, endlich ist mein Sportgerät frei. Ich will nämlich der Stärkste hier sein. Er hat den aber dort hinten gerade umgeschubst. Ich weiß ja nicht, ob Billy sich verändert hat. Doch, er ist lieb geworden. Da brauchst du dich nicht sorgen. Naja, egal. Solange er mich in Ruhe lässt, ist das ja okay. Das werde ich meine Mutter erzählen. Und der rennt auch komplett traurig weg. Aber egal, ich werde mich ein bisschen um meinen Sport kümmern, denn ich möchte auch stärker werden. Und ich würde sagen, wir fangen mal an, boah, mit solchen Dingern hier.
Das ist aber ultra schwer. Hey, Vitamine, du bist ja auch ganz schön stark. Ja, danke schön, aber oh, das ist so anstrengend. Oh, Freunde, lasst mal alle einen Daumen nach oben da, wenn ihr mir helfen wollt, dass ich noch stärker werde. So ein paar Stoffdinger kann jeder heben. Ah, ich lass mich nicht ärgern. Weiter, das Gewicht heben. Oh, so, die Übung hätten wir dann fertig. Mal schauen, was wir hier noch haben. Wir haben hier so ein Laufband, das können wir benutzen. Damit können wir uns auch jetzt erstmal fit halten. Hey, Vitamine, du bist ja übel gut. Willst du nicht mal eine Stufe höher? Hey, Billy, cool. Dankeschön, so ein Kompliment von dir zu hören. Aber ich bin echt hart am Trainieren. Ja, ich sehe schon. Komm, eine Stufe schneller. Warte mal, Billy. Billy, was machst du? Noch schneller, noch schneller. Billy, ich glaube, das ist zu schnell. Schneller. Hey, Billy, lass das. Ich kann mich nicht mehr halten. Aua. Ja, du bist immer noch ein Loser wie früher. Oh, das war nicht in Ordnung. Aua. Einige Tage sind vergangen und niemand hätte es gedacht. Ich habe Tag für Tag trainiert und bin jetzt so stark wie Hulk. Schaut euch mal meine Muskeln an. Selbst meine Brustmuskeln, meine Beinmuskeln und meine Arme sind sowas von stark. Und jeder in der Stadt hat Angst vor mir, obwohl ich niemanden Angst machen möchte. Aber ich möchte hart weiter trainieren, um den besten Körper in ganz Brookhaven zu bekommen. Das wäre mein Traum. Und dafür habe ich nämlich alles hier. Das ist sogar mehr oder weniger mein eigenes Fitnessstudio mittlerweile. Weil niemand traut sich mehr, seitdem ich so stark bin, hierhin. Und vor allen Dingen Billy. Von dem habe ich so lange nichts mehr gehört, der mich Tag für Tag damals gemobbt hat. Stemme die 50 Kilo. Hey, was geht, Mann? Warte mal, wer bist du denn? Ich bin es, ein Rentier, und ich möchte trainieren gehen. Ich bin nämlich der Stärkste hier. Yo, du wirst schon sehen. Soll ich dich ein bisschen herausfordern? Ich herausfordern? Aber ich bin der Stärkste hier in Brookhaven. Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Du würdest auf jeden Fall verlieren. Ach, das werden wir schon sehen, du kleiner Wicht. Als erstes werde ich dich herausfordern. Komm, mit aufs Laufband. Aber natürlich, das ist einer meiner Lieblingsarten. Okay, wie schnell wollen wir? So schnell es geht, du Hanswurst. Okay, dann rennen wir so schnell es geht. Oh Mann, wir sind jetzt übel schon schnell. Oh ja, das wird aber immer schneller. Was ist denn das? Warte mal, ausdrücken und... Hä? Du bist voll hingeflogen. Ach man, war nichts. Das war aus Versehen. Ich bin nur über meine Schnürsenkel gefallen. Okay, dann komm mal mit. Dann probiere doch mal hier diese 150 Kilo zu stemmen. Oh, klar doch, das mache ich mit links. Aber für mich ist das auch zu einfach. Ich mache die 300 Kilo. Warte mal, 300 Kilo? Ganz genau, ich bin nämlich der Stärkste aus Brookhaven. Alter, du bist echt ganz schön stark. Auf jeden Fall. Aber Rentier, ich habe keine Zeit mehr für dich. Ich muss jetzt noch in den Supermarkt und mir was einkaufen gehen. Kannst du mir vielleicht morgen ein Lolli mitbringen? Ja, mal schauen. Ich gehe aber jetzt erstmal, wie gesagt, boah, ich fasse ja fast gar nicht mehr durch die Tür, so breit bin ich. Guckt euch das mal an. Ich muss hier schon fast so schief durchlaufen. Aber ich sehe richtig muskulös aus. Schatzi, soll ich dir helfen? Ja, das ist alles so schwer geworden über die Jahre. Hä? Warte mal, die Stimme erkenne ich doch von 100.000 Metern. Das ist die Stimme von Billy. Na los, Schatz, lass zur Kasse gehen. Ja, es wird Zeit, dass wir nach Hause gehen. Und das dort drinnen ist Billy. Billy, der mich immer gemobbt hat, damals als kleines Kind. Und nun bin ich mega stark. Und ich könnte jetzt ihn einmal ärgern. Aber ich weiß nicht, sollte man sowas machen? Ich glaube eher nicht. Aber wir können ja mal schauen, was die so machen. Schatz, ich schaffe es nicht. Du musst die Tüte nehmen. Oh, Billy, du bist schon so alt geworden. Du schaffst es nicht mehr die Einkaufstüte zu tragen. Oh Mann, ey, das kann doch nicht sein. Ich weiß nicht, was passiert ist. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Billy ist schon mega alt geworden, denn er war ja schon damals der Babysitter von uns. Und jetzt bin ich mega stark und... Hey, Billy! Oh, das ist Vitamine.
Hi, Vitamine. Alles klar bei dir, mein alter Kumpel? Ja, bei mir ist alles klar. Und wie wär's, wenn wir mal ein bisschen spielen zusammen? Hehe, super spaßig. Ja, du bist so cool wie früher. Ich muss dann auch mal los, ja? Na, hey, nein, warte, Billy. Du hast mich die ganzen Jahre geärgert. Und nun ist es an der Zeit, dass ich dich einmal ärgern werde. Ich muss dann los, ja? Tschüss. Hey, warte mal, Billy. Na gut. Die Power aktiviert. Ich hol dich sowieso ein. Und jetzt kommst du mal mit. Jetzt werde ich Billy auch einmal ärgern. Vitamine, komm, wir können über alles reden. Du hast mich damals geärgert und nun werde ich dich ärgern. Wie wäre es, wenn du jetzt einmal in den Wasserpool gehst, wo es richtig schön kalt ist, im schönen Winter? Aber Vitamine, das war doch nicht so gemeint. Das war doch nur Spaß immer. Ja, ganz genau, Billy. Und dieses Mal ist es auch Spaß hier. Viel Spaß! Oh, ja, das ist so nass hier. Oh. Ja, er hat das bekommen, was er auch bekommen hätte sollen. Und nun hau ich wieder ab. Ich als stärkster Mann in ganz Brookhaven könnte hier wirklich alles heben und renne jetzt einfach mal weg. Ich meine, das war jetzt eine kleine Abreibung. Der hat es auf jeden Fall mal verdient in der letzten Zeit. Es ist eine lange Zeit her, wo ich ein kleiner, schwacher Junge bin und nun bin ich mega alt und... Oh, ihr seht es, meine Muskeln gehen langsam zurück. Oh, das kann man wirklich keinem erklären und mir sagen. Oh, mir tut mittlerweile auch alles weh. Aber ich möchte noch einmal in die Stadt Brookhaven. Oh, aua. Oh, warte mal, ich stecke hier fest. Hilfe, Hilfe. Das ist kalt hier. Hilft mir noch jemand. Hallo, Hilfe. Was passiert hier? Ich bin die ganze Zeit eingeklemmt hier gewesen und mir ist mega kalt. Ich schaffe es nicht mehr zum Arzt, Freunde. Oh Gott, das war's von dem Lebenszyklus. Wenn ihr gerne mehr solche Geburt bis Tod Videos sehen wollt, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht kostenlos abonnieren und dann sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Tschüss.